Das kam mir jetzt doch recht überraschend, diese Ankündigung von US-Präsident Joe Biden. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen genauer erklären, was die Amerikaner jetzt vorhaben, für modernes Waffengerät auch zu liefern an die Ukraine. Ja, ich habe ein paar Bilder vorbereitet und vielleicht gucken wir uns erst einmal an, was die Ukrainer bisher zur Verfügung haben. Das sind relativ alte Mehrfachraketenwerfer, noch aus Sowjetproduktion, also Jahrzehnte alt, die noch manuell gerichtet werden. Das heißt, da gibt es keinen großen Feuerleitcomputer, das ist nicht digitalisiert und dementsprechend ist die Präzision auch relativ gering. Dazu muss man sagen, die haben nur eine Reichweite von rund 20 Kilometern. Das heißt, ich kann nicht wirklich in die Tiefe wirken. Das ist jetzt das moderne System, was vermutlich die Amerikaner liefern, das sogenannte MLRS, Multiple Launch Rocket System, bei den Amerikanern auch M270 genannt. Und das ist ausgestattet mit weitreichenden Raketen bis zu 84 Kilometer. Das sind die Raketen, die man liefern will. Ursprünglich beim ersten Entwurf sollten sogar Raketen bis zu einer Reichweite von 300 geliefert werden. Aber da haben die Amerikaner jetzt wahrscheinlich gesagt, das Risiko ist uns zu groß, dass die Ukrainer damit dann vielleicht das russische Staatsgebiet angreifen. 12 Raketen in jeweils 2 Sechser-Containern. 3 Soldaten reichen aus, um dieses System zu bedienen. Ist hochgradig automatisiert und digitalisiert. Und deshalb, denke ich, relativ einfach auch einsetzbar von den ukrainischen Artilleristen. Und kann sehr viel unterschiedliche Raketen mit unterschiedlichen Gefechtsköpfen verschießen. Und dementsprechend habe ich eine große Brandbreite an Zielen, die ich damit bekämpfen kann, auf eine sehr große Entfernung. Und das ist momentan sehr entscheidend für die ukrainischen Streitkräfte, weil die größte Gefahr und die größte Feuerkraft der russischen Armee geht wirklich von weitreichenden Artilleriesystemen aus, die permanent auf die ukrainischen Verteidigungslinien im Donbass geschossen werden. Und wenn man dieser starken Feuerkraft nichts entgegenzusetzen hat und auch nicht in der Tiefe Nachschublinien der Russen und Kommandozentralen angreifen kann, dann wird man möglicherweise die Front dort nicht halten können und die Russen haben dann große Möglichkeiten durchzubrechen.